fantastisch. Einfach fantastisch. Ich weiß, es war keine Magie, aber wie soll man es sonst nennen? Erinnerst du dich noch an die Erde? Ich erinnere mich an den Vogel und den Kojoten. Ich weiß noch, wie ich mich kaputt gelacht habe. Konnte gar nicht aufhören. Ist schon unglaublich, dass sie bis zum Schluss Trickfilmserien gezeigt haben. Ich meine, meine ganze Generation. Wir gingen zur Schule, spielten Online-Spiele, trafen uns mit Freunden. Im Wissen, wir werden nie erwachsen. Tja, du schon. Ja. Aber viele, die ich kannte, sind gestorben. Ich wuchs als Flüchtling auf, der jede Nacht die Bomben hört. Und doch fühle ich mich schuldig. Also, wie viele haben denn vor uns schon versucht, in den Wald reinzukommen? Sieben. Sieben Expeditionen. Einige vor langer Zeit, bevor wir wussten, womit wir es zu tun hatten. Zuletzt vor ungefähr 5 Jahren. Sie wussten es. Sie wussten genau, was sie da draußen erwarten würde. Und sie gingen trotzdem. Hast du eine Theorie, was August im Tempel gemacht hat? Ich überlege noch. Aber selbst wenn ich eine hätte replizieren, könnte ich... Warte. Ich kann dir da nicht weiterhelfen. Stimmt nicht. Du bist August nämlich ähnlicher als uns allen. Deine Kräfte, sie manifestieren sich auf brachialere Weise, aber zweifellos hast du eine gewisse Kontrolle über die Anomalie. Du glaubst, ich kann diesen großen Obelisken aktivieren, so wie August? Nein, aber was Bailey auch getan hat, hat ihn wohl beschädigt. Jedoch muss es noch mehr Obelisken geben in den Ruinen. Vielleicht kannst du sie finden. Ich versuch's. Versprechen kann ich nichts. Sag Bescheid, wenn du einen weiteren Obelisken gefunden hast. Sie scheinen der Schlüssel zu sein. Wenn du den Obelisken findest, können wir auf jeden Fall sehen, wie deine Kräfte mit ihm interagieren. Und du glaubst, es wird gut ausgehen?
Wissenschaftler. Einer von uns muss ja positiv denken.
Hier steht ein Obelisk, aber Kangs Kämpfer wollen ihn für sich alleine haben. Ziemlich gierig. Hier steht ein Obelisk, aber Kangs Kämpfer wollen ihn für sich alleine haben. Ziemlich gierig.